So, guten Morgen zu Regelsystem 1. Professor Morales ist momentan nicht anwesend, deswegen werde ich die Vorlesung für heute halten. Es könnte noch ein, zwei Mal vorkommen. Ich habe es noch nie gemacht, also ein bisschen Rücksicht bitte auf mich. Ich bin Dave Ochsenbein, PhD-Student von Professor Morari. Ich bin gelernter Chemieingenieur und ich mache momentan ein Projekt seit 2 Jahren mit Professor Morari zum Thema Kristallisationskontrolle, also Chemical Process Control. Was wir heute tun, hat nichts mit dem zu tun. Und so viel zu mir. Bevor wir beginnen mit dem Thema Modellierung von dynamischen Systemen, möchte ich gerne noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, also für meine Kollegen mehrheitlich. Und zwar suchen wir wie immer Leute, die Semesterarbeiten machen und so weiter und das Fachpraktikum, das wir anbieten, besuchen. Das hätten wir zum Beispiel den RoboCup, wo Kollege Koa scheinbar Studenten sucht, die interessiert wären, eine Semester- oder Masterarbeit zu machen. Ich weiß nicht allzu viel dazu, aber ich weiß, dass sie einen Roboter im Keller stehen haben, den sie seit einigen Semestern ausbauen und dessen Fähigkeiten sich stetig verbessern. Falls ihr Interesse hättet, euch da zu beteiligen, dann schreibt eine Mail an robocup@ethz.ch. Ihr findet auch Informationen dazu auf der Webseite. Hier. Wenn ihr hier auf unsere Webseite geht und dann auf Semesterarbeit, Masterarbeit, Präsentation und so weiter, dann könnt ihr euch das hier anschauen. Supervisor hier ist Professor John Ligeros, den ihr schon kennt von SIGSIS. Außerdem hat mich Aldo gebeten, dass ich auch Werbung mache für das IFA-Fachpraktikum. Okay, da könnt ihr euch seit letzter Woche, glaube ich, anmelden und dann sozusagen coole praktische Experimente zum Thema, oder die verwandt sind mit dem Thema Regelungstechnik, ausführen. Wie gesagt, ich bin Chemieingenieur, ich habe das nie selber gemacht hier, aber ich denke, es ist ziemlich cool, von was ich gehört habe von anderen Leuten und Studenten, die es gemacht haben. Auch hier wieder auf der Webseite gibt es Infos dazu. Also Aldo wäre hier die Ansprechperson. Und wenn ihr euch anmelden möchtet, müsst ihr hier irgendwo den Link klicken, den ich hier nicht sehe, aber egal. Also auf der Webseite findet ihr alle Informationen. Dann last but not least, und dann hätten wir es mit dem Organisatorischen, wir bieten jedes Jahr wieder einen MATLAB-Kurs an und es scheint teilweise nötig zu sein. Und zwar ist der Chef ist Sebastian Machito und hier würdet ihr lernen, wie man LSE-Tools und so weiter richtig benutzt in MATLAB. Ich weiß nicht genau, was vorkommt. Ich denke auch wahrscheinlich ein bisschen einfach lineare Systeme und so weiter, wie die richtig schnell behandelt in MATLAB. Es lohnt sich, denke ich. Es ist nützlich für die Übungen, die wir haben werden, obwohl die natürlich nicht testpflichtig sind, aber es ist immer nützlich. Okay, so viel dazu. Gibt es Fragen zum organisatorischen Teil? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann versuchen wir uns mal um die Vorlesung zu kümmern. Okay. Das ist nicht mein Tablet. Ich benutze es zum ersten Mal, also ein bisschen Rücksichtnahme. Genau, also das Thema von heute ist Modellierung von dynamischen Systemen. Jetzt, das ist Teil des ersten Drittels der Vorlesung, nämlich Systembeschreibung und Analyse. Zweiter und dritter Teil sind dann klassische Regelung bzw. moderne Regelung. Das meiste von dem, was wir heute behandeln, müsste Wiederholung für euch sein. Das heißt, wir werden ganz kurz anschauen, wie man mechanische, elektrische Systeme und so weiter modelliert. 95% davon müsstet ihr kennen aus Physik und anderen Vorlesungen, die ihr in den letzten paar Jahre hattet. Wir werden uns ein bisschen anschauen im Kontext von Regelungstechnik, hauptsächlich Standardformate, die wir benutzen, die ihr aber auch schon teilweise kennen solltet aus SIGSIS zum Beispiel. Dann fangen wir mal an. Das ist die Outline der Vorlesung. So,
alles, was Professor Morali, glaube ich, noch nicht erwähnt hat, alles, was ihr hier seht, gekennzeichnet mit so Sternchen hier, das sind Dinge, die wir als, oder eure Vorgänger als Repetition betrachteten und die wir deswegen nur oberflächlich behandeln werden oder ganz überspringen werden. Das heißt, wie gesagt, wir gehen davon aus, dass ihr eigentlich mechanische Systeme kennt, elektrische Schaltungen kennt ihr besser als ich und deswegen werden wir sie nur kurz und oberflächlich behandeln. Auch das Thema Linearisierung müsste eigentlich nichts grundlegend Neues sein, wie dem auch sei. Was hier noch dazu kommt, weil ich denke, die Vorlesung dürfte eher kurz sein, weil ich mich nicht daran gewöhnt bin, hier Vorlesungen zu halten und deswegen vielleicht ein bisschen zu schnell bin, und auch sonst wir viele Repetitionen haben, habe ich am Schluss, falls wir Zeit haben, noch ein kleines MATLAB-Beispiel, wie wir ein nichtlineares ODE-System lösen in MATLAB. Das hatte letztes Jahr hatten wir hier, hatte ich ein paar Fragen dazu in der Übungsstunde, deswegen dachte ich, es ist eventuell nützlich für die Vorlesung, dass ihr es kurz seht. Es geht also sehr einfach, auch wie man Parameter an eine ODE-Funktion passt und so weiter. Okay, aber gehen wir mal weiter. Okay, Modellierung. Warum möchten wir überhaupt ein System modellieren? Und das ist die erste Frage. Und was ist eine gute Beschreibung des Systems? Was ist ein gutes Modell? Die erste Frage dürfte relativ offensichtlich sein und die wird auch hier beantwortet in den Punkten hier. Nämlich haben wir zum einen, wir möchten das System besser verstehen. Und das können wir sehr gut und natürlich sehr viel günstiger tun an einem Computer, wie wenn wir ins Labor gehen und dann wirklich was austesten. Das heißt, für eine erste Designphase zum Beispiel oder sonstig ein gutes Verständnis zu kriegen, können wir über ein Modell gehen. Ihr könnt euch vorstellen, für mich als Chemieingenieur ist es sehr teuer, eine chemische Anlage zu bauen und dann zu unterhalten. Es ist sehr viel günstiger, das am PC zu machen. Deswegen ist die Designphase extrem wichtig, zum Beispiel in meinem Bereich. Natürlich erlaubt uns das Modell auch, hier seht ihr den? Ah nein, das seht ihr gar nicht. Jetzt seht ihr es. Erlaubt uns ein Modell natürlich auch einen Regler zu testen, zuerst zu entwerfen und dann auch zu testen, was natürlich wiederum extrem günstig ist, profittechnisch günstig, es kostet weniger und es erlaubt uns, unsere Ideen im Vornherein zu testen. Was es auch gibt, was relativ neu ist und zur modernen Regelungstechnik gehört und woher Professor Morali sehr viel beigetragen hat, das ist, was wir Model Predictive Control nennen, wo ein Modell ein expliziter Bestandteil des Reglers ist. Ich bin nicht sicher, ob wir Zeit haben in dieser Vorlesung, um darüber zu sprechen, aber es ist, ich würde sagen, in der modernen Regelungstechnik extrem wichtig. Und natürlich hier als letzter Punkt das Training des Betriebspersonals. Wenn ihr Leute habt, Schulung und so weiter, das ist alles sehr viel günstiger am PC und auch praktisch. Oder ihr könnt nicht irgendwie ein Atomkraftwerk, irgendwie ein Supergas-Szenario richtig austesten. Das möchtet ihr am PC machen, auch mit euch. Aber ihr müsst natürlich das Personal geschult haben, dass es im Fall eines solchen Szenarios weiß, was zu tun ist. Dann, was ist eine gute Beschreibung des Systems? Was ist ein gutes Modell? Das hängt natürlich davon ab, was der Zweck eures Reglers oder eures Modells sein soll. Um ein Beispiel zu machen, wenn ihr ein Auto modellieren möchtet oder einen Regler für ein Auto, dann seid ihr wahrscheinlich nicht daran interessiert, genau die Verbrennung innerhalb des Motors zu beschreiben. Was euch interessiert ist, wie die Kraftübertragung auf die Reifen und so weiter funktioniert. Das heißt, der Detailgrad des Modells den ihr haben möchtet, ist eine Funktion davon, was ihr mit dem Modell erreichen möchtet. Und in dem Sinne kann ein gutes Modell für einen bestimmten Zweck sehr viel simpler sein, wie für einen anderen Zweck. Aber das sehen wir jetzt wahrscheinlich in einigen der Beispielen. Wir werden einige Beispiele durchgehen heute.
Nun, es gibt zwei verschiedene Arten, oder wir unterscheiden zwei verschiedene Arten von Modellierungsverfahren, grob. Die meisten fallen natürlich zwischen die beiden Extreme. Das eine ist das Aufstellen der grundlegenden physikalischen Gesetze und der konstitutiven Zusammenhänge, was hier als Fundamental Model bezeichnet wird, oder was ich auch als First Principle Model kenne, indem wir einfach nur die physikalischen Gleichungen und, oder die, keine Ahnung, die chemischen Reaktionen, die wir kennen, und so weiter aufstellen und dann versuchen, das Modell so zu beschreiben. Dann gibt es eine zweite Methode, die hier als Blackbox-Model oder nicht auf physikalischen Prinzipien beruhenden Methode bezeichnet wird. Und die funktioniert dadurch, dass wir ein System haben und uns die Antwort dieses Systems anschauen für bestimmte, sagen wir, Störsignale und dann versuchen über mathematische Erklärungen die Zusammenhänge zwischen Input und Output zu beschreiben. Es gibt einen Kurs, der von Professor Roy Smith gehalten wird, den ihr, glaube ich, im Master besuchen könnt, bin ich komplett sicher. Der nennt sich System Identification und der kümmert sich eigentlich um diese zweite Methode, dieses Blackbox Modeling. Der Nachteil dieser Methode in einem gewissen Sinne ist, dass alle Resultate, die ihr hier herauskriegt, ist nicht extrapolativ. Das heißt, ihr könnt mit allen Modellen, also oder sagen wir im generellen Fall nicht extrapolativ. Das heißt, wenn ihr Resultate habt für eine gewisse, sagen wir Operating Conditions, dann könnt ihr nicht davon ausgehen, dass ihr dieses mathematische empirische Modell irgendwie benutzen könnt für andere Operating Conditions. In der Praxis natürlich ist die Welt nicht schwarz und weiß, sondern irgendwo dazwischen. Das heißt, wir werden kein komplettes Blackbox-Modell haben und auch wahrscheinlich kein komplettes First-Principle-Modell, weil die meisten realen Systeme sind einfach zu komplex, um sie schnell beschreiben zu können. Und die meisten von uns haben keinen Zugang zu Supercomputern. Deswegen, ja, da gibt es solche Dinge wie Graybox-Models und so weiter. Dann gehen wir gleich zu den Beispielen, so mechanische Systeme. Wir haben das Beispiel, das wir bereits in der ersten Vorlesung hatten, den Tempomaten. Hier wieder mit einer einfachen Zeichnung, wie ein Tempomat funktioniert. Ich bin sicher, die meisten von euch kennen das. Viele von euch können wahrscheinlich Auto fahren. Hier ein Schema mit den wichtigsten Kräften und Massen des Systems. Also wir haben hier ein System mit nur einer Masse, das Auto. Und die einzigen Kräfte, die hier wirken, sind die Beschleunigung vom Motor, die hier als U, lassen wir mal schauen, wie das, ups, okay, ja, hier mein Zeichnungsdings ist verschwunden, okay, also hier dieses U, hoppa, so, dieses U ist die einzige Kraft und ist aber gleichzeitig auch Input des Systems, das steuern wir über das Gaspedal. Und die zweite Kraft, die wir berücksichtigen für dieses Modell, ist hier nur die Reibungskraft, die natürlich proportional ist zur Geschwindigkeit, zumindest für relativ langsame Geschwindigkeiten. Falls wir dieses Modell hier wäre zum Beispiel, soweit ich weiß, nützlich für Modellautos und so weiter. Weil sobald wir natürlich größere Geschwindigkeiten haben, irgendwie ein Formel-1-Auto oder ein Bugatti Veyron und was weiß ich, dann müsst ihr natürlich Luftwiderstand mit berücksichtigen und dieser Luftwiderstand dürfte dann proportional sein zum Quadrat der Geschwindigkeit. Aber für tiefe Geschwindigkeiten ist dieses Modell völlig ausreichend. Und was wir tun, wir benutzen Newtons Second Law, wenn es mir recht ist, und schreiben alle Kräfte auf, die wirken, und dann haben wir die Gesamtkraft, nämlich mx Doppelpunkt. Und das ist nun einfach die Summe aus dem Input des Motors minus die Kraft, die entgegenwirkt, entsprechend der Reibung. Dann haben wir eines der Standardformate, die wir dann benutzen, ist, dass wir das umschreiben und dass wir dann alle abhängigen Größen auf der linken Seite der Gleichen schreiben, alle unabhängigen Gleichen auf der rechten Seite. Aber es ist natürlich nur eines der Standardformate. Wie gesagt, das Modell relativ brauchbar für langsame Geschwindigkeiten,
Und ja, ich meine, das ist ein Beispiel. Dann haben wir auch hier Fahrzeugaufhängung. Also wie ihr seht, hier die einzigen zwei Kräfte, die wir hatten, war der Motor und die Reibung. Wir haben nichts Sonstiges berücksichtigt. Wenn wir natürlich an etwas anderem interessiert sind, dann würden wir etwas anderes modellieren. Hier zum Beispiel versuchen wir, die Fahrzeugaufhängung zu modellieren. Und wir tun das, indem wir hier den Reifen als einfache Feder modellieren. Und dann haben wir nur die Kräfte zwischen Chassis und Reifen sind dann, oder zwischen Chassis und Federung sind dann nur über ein solch hier skizziertes Modell modelliert, wo wir hier nochmal eine Feder und eine Dämpfung haben. Und wir haben mehr oder weniger etwas Ähnliches wie zuvor. Nur der einzige Unterschied ist, dass wir hier zwei Massen haben und dann auch Differentialgleichungen für beide Massen aufsetzen müssen. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Wir haben hier die beiden Massen von zuvor. Wir nehmen an, dass die Kraft vom Stoßdämpfer so beschrieben werden kann, also proportional zur Änderung der Geschwindigkeit. Und wir nehmen an, dass der Reifen und hier die Federung selbst mit Hooke's Law beschrieben werden können. Und Hooke's Law besagt nur, dass die Kraft, die wirkt, ist proportional zur Auslenkung der Feder. Und natürlich, hier sind die Kräfte eingezeichnet. Wir haben zum Beispiel hier die beiden Kräfte hier, das sind die Dämpfungskraft und die Federkraft. Und gemäß Newtons Third Law, Aktio gleich Reaktio, müssen diese beiden Kräfte hier auch auf die zweite Masse wirken, die oben liegt, einfach nur in entsprechend entgegengesetzter Richtung. Hier in diesem Modell haben wir angenommen, dass die Gravitation nicht berücksichtigt werden muss, weil sie durch die Feder ausgeglichen wird. Das heißt, wir schauen uns die Feder an, nachdem sie bereits im Ruhepunkt sitzt, also wenn das Chassis sozusagen auf die Feder liegt und die Gravitation wirkt, und dann setzen wir die Position entsprechend. Und dann kann man sich das natürlich weitermachen. Also wir haben die Kräfte, die wir vorhin eingezeichnet haben, dann schreiben wir Differentialgleichungen dazu auf, gemäß Newton. Das heißt, wir haben für die erste Masse hier die folgenden drei Kräfte, wie ich vorhin kurz gesagt habe. Das heißt, wir haben Dämpfung und diese Kraft hier, diese Kraft hier und natürlich diese Kraft hier. Das sind dann diese drei Terme. Und dasselbe Spiel für die zweite Masse, das sind einfach weniger Terme, weil wir hier nicht die den Reifen haben. Wenn wir das wieder in dieselbe Standardform bringen, die ich vorhin erwähnt habe, haben wir hier wieder die abhängigen Variablen und hier wieder die unabhängigen Variablen. Okay? Natürlich für die beiden Massen, sowohl x und y. Okay. Simples mechanisches System. Werdet ihr wahrscheinlich auch eine Übung behandeln müssen, wenn ich mich richtig erinnere. Hattet ihr aber auch schon in Sixes. Von dem her soll es nicht zu schwierig sein. Natürlich müssen wir uns nicht für ganz so simple Systeme alleine interessieren. Das heißt, man kann das natürlich auch machen für so etwas, wo wir hier einen Kommunikationssatelliten haben. Und wir möchten gerne modellieren, was der Einfluss ist, wenn jetzt wir hier eine Turbine haben, auf der Seite des Satelliten, was für einen Einfluss das hat auf die Rotationsgeschwindigkeit des Satelliten. Beziehungsweise stellt euch vor, durch irgendeine Störung wird der Satellit in die eine Richtung gedreht. Welche Kraft müssen wir aufwenden, um diese Störung wieder aufzuheben? Hier haben wir zum Beispiel, wenn ich das richtig im Kopf habe, war die Idee hier, dass wir ein Sonnensegel haben. Und aufgrund der Photonen, die auf dieses Sonnensegel gehen, haben wir eine leichte Änderung der Rotationsgeschwindigkeit des Satelliten, die wir ausgleichen müssten über einen Input. Und das sieht dann entsprechend so aus. Wir wenden dann einen Drahlsatz an, nämlich dass einfach der Drall, der hier wirkt, ist die Summe der angreifenden Momente. Und das heißt, es ist in einem gewissen Sinne nichts anderes als vorhin, nur jetzt mit Momenten halt, auch wichtig, kommt übrigens immer wieder in der Prüfung vor. Und erstaunlicherweise
sobald die Leute Momente sehen, geben sie auf und gehen zur nächsten Aufgabe. Und es ist ein bisschen schade, weil es sehr einfach ist, hier Punkte zu machen, wenn man weiß, wie. Also ich würde euch vorschlagen, dass ihr euch das nochmal anschaut vor der Prüfung. Jedenfalls gehen wir hier zum Beispiel davon aus, dass der Drall, der hier total wirkt, ist zum einen der Einfluss der Steuerdüsen, hier dieser Term, und zum anderen das Störmoment, also dieser Druck auf das Solarpanel. Und in dem Fall hier haben wir ein System, das Differentialgleichung zweiter Ordnung oder eine Doppelintegratorstrecke. Und natürlich dann nochmal Laserkopf einer Festplatte. Ich möchte nicht zu weit ins Detail gehen hier. Das sind auch Dinge, die letztes Jahr teilweise noch nicht mit Sternchen versehen waren. Und deshalb könnt ihr euch auch im Internet nochmal Professor Morales letztjährige Vorlesung anschauen, wenn euch interessiert, was da hier im Detail vorgeht. Aber ich möchte eigentlich nicht zu viel Zeit darauf aufwenden. Auch hier das Pendel, das habt ihr wahrscheinlich schon eine Million Mal gesehen. Dann lassen wir das weg. Dasselbe gilt für die elektrischen Schaltungen. Elektromechanische Systeme lohnt sich vielleicht eher, kurz etwas dazu zu sagen. Was wir hier haben, ist ein Gleichstrommotor. Und was wir für elektromechanische Systeme tun müssen, ist, wir müssen zum einen die Schaltung an sich modellieren, aber auch das mechanische System, das davon abhängt oder das davon angetrieben wird. Und wie tun wir das? Indem, dass wir für die beiden, sagen wir, Subsysteme die entsprechenden Gleichungen aufstellen. Also die Grundgleichung, die wir haben, aus einer mechanischen Perspektive, ist natürlich das Antriebsmoment, das im Motor wirkt. Dass wir hier annehmen, wir gehen hier davon aus, dass es proportional ist zum Strom, I. Dann haben wir die im Motor induzierte Spannung, hier, wobei wir wiederum davon ausgehen, dass es einfach linear davon abhängt, was die Winkelgeschwindigkeit dieser Scheibe hier ist. Und wir haben die viskose Reibung, die auch auf die Scheibe wirkt, wenn sie sich dreht. Und wenn wir das, wenn diese drei Gleichungen anwenden mit Hilfe des Drallsatzes und dann gleichzeitig die Kirchhoffschen Regeln anwenden für den Schaltkreis, dann kriegen wir diese zwei Differentialgleichungen, eine zweite Ordnung und eine dritte Ordnung. Und die können wir natürlich verbinden, dann können wir auch einen Spezialfall anschauen, nämlich dann, wenn die Induktion vernachlässigbar ist, dann können wir hier den Term LA 0 setzen und dann kriegen wir ein vereinfachtes System zweiter Ordnung. Aber ja, also ich meine, der Trick hier ist wirklich nur, die beiden Systeme separat anzuschauen und dann auch im anschließenden Schritt zu verbinden. Gibt es Fragen bis jetzt? Es dürfte eigentlich relativ straightforward gewesen sein, hoffe ich. Keine. Dann schauen wir uns kurz Wärme- und Strömungseffekte an. Was wir hier haben, ist ein Wärmetauscher. Die Idee des Wärmetauschers ist, dass wir gerne Wasser erhitzen möchten, aus beliebigen Grund. Und das tun wir mit Hilfe von Dampf. Das heißt, wir haben hier, mal schauen, ob ich das wieder herkriege. Nein. Wir haben hier Wasser, das hier reinfließt durch diesen Wärmetauscher, dessen Strecke durch den Wärmetauscher wir künstlich erhöhen, indem wir ein paar Biegungen machen und dann das später wieder rausfließt hier unten. Und natürlich haben wir Dampf, den wir benutzen, um das Wasser zu erhitzen im Wärmetauscher. Der Dampf fließt hier oben ein und fließt hier unten wieder raus. In einem realen System ist es natürlich nicht so, dass wir sagen können, die Temperatur überall innerhalb dieses Systems ist konstant. Wenn wir interessiert daran wären, das im Detail zu beschreiben, oder wenn wir genau wissen möchten, wo ist welche Temperatur, dann hätten wir ein System von verteilten Parametern
Und entsprechend hätten wir auch eine partielle Differentialgleichung, die das Ganze beschreibt. Das Ganze, also wir wären dann auch entsprechend komplex, wir müssen dann auch entsprechend, sagen wir, more sophisticated methods anwenden, um das zu lösen. Wir werden hier für uns jetzt mal annehmen, dass das vernachlässigbar ist, dass die Temperaturschwankung innerhalb des Systems vernachlässigbar ist und deswegen die Temperatur überall konstant ist im Wärmetausch. Das heißt, für das Wasser ist sie konstant und für den Dampf ist sie konstant, oben und unten, beziehungsweise links und rechts des Wärmetausches. Und wie beschreiben wir dann ein solches System? Es ist etwas, was sehr nützlich ist für die Beschreibung von für viele physikalische Systeme, ist das Prinzip von Energie- und Massenbilanz. Nämlich könnt ihr in den allermeisten Fällen keine Masse zerstören und ihr könnt ganz sicher nie Energie zerstören oder wegkriegen. Deswegen können wir das immer eine Bilanz schreiben über ein gewisses Gebiet und dann muss diese Energiebilanz erhalten sein, beziehungsweise für die meisten Systeme, in denen wir keine radioaktiven Zerfälle haben, ist auch die Massenbilanz immer erhalten. Das heißt, wir können immer eine Bilanz schreiben über ein gewisses Bilanzgebiet und dann muss alles, was reinkommt, minus alles, was rauskommt, muss entsprechend die Akkumulation im System sein. Und das haben wir auch für dieses System hier gemacht. Also das Bilanzgebiet in dem Falle des Wärmetausches wäre zum Beispiel, können wir so umschreiben, das heißt einfach nur ein Viereck um den Wärmetauscher. Und die Energie, die reinkommt, minus die Energie, die rauskommt, muss der Akkumulation der Energie innerhalb dieses Bilanzgebiets entsprechen. Die Akkumulation des Gebiets kann auch so beschrieben werden, einfach nur die Wärmekapazität mal die Änderung der Temperatur. Das ist eine Approximation, aber die häufig ausreicht. Die Energie, die in das System hineinfließt, ist einfach nur der Massenfluss in das System mal die spezifische Wärmekapazität, das heißt Wärmekapazität pro Kilogramm Masse, mal die Temperatur des Dampfes. Also ich muss mal mitteilen, das ist die Energiebilanz für den Dampf und für den Dampf alleine. Wir machen eine separate Energiebilanz für das Wasser. Weil die haben natürlich keinen direkten Austausch, die vermischen sich nicht, sondern die haben nur einen Energieaustausch über die Wand dieser Röhre hier. Also wir haben die Zufuhr von Energie für den Dampf, das ist wie gesagt der Massenfluss in das System, minus die Abfuhr. Und für den Dampf ist es wie folgt, nämlich haben wir den Massenausfluss hier am Ausgang des Systems, das heißt WS, die ist konstant, mal die Wärmekapazität, die ist ebenfalls die gleiche, mal die Temperatur hier außen und die Energie, die übertragen wird über die Wand des Wärmetausches, beziehungsweise über das Rohr, durch das Wasser fließt. Und die ist proportional zur Temperaturdifferenz. Und die Proportionalität wird beschrieben durch einen Faktor 1 über R, wobei R der Widerstand ist der Wand, beziehungsweise 1 über R ist ein Wärmeleitkoeffizient. Der wiederum hängt davon ab, aus welchem Material die Wand besteht, wie lang das Rohr ist vielleicht, was die Dicke der Wand ist und so weiter. Sie kann von verschiedensten Dingen abhängen und wir beschreiben sie ganz einfach nur als eine einfache Konstant. Genau. Und also wir haben hier eine Energiebilanz für den Dampf, dann machen wir dasselbe Spielchen für das Wasser. Die Energiebilanz sieht entsprechend ähnlich aus, kann auch nicht komplett verschieden aussehen. Nämlich haben wir wieder die drei Energieflüsse, zum einen die Zufuhr von Wasser hier, an diesem Punkt hier, die Abfuhr von Wasser hier, an diesem Punkt, und die Übertragung vom Dampf. Jetzt können wir das noch mal kurz direkt vergleichen. Also wir haben hier für das Wasser haben wir plus 1 über R Ts minus Tw und für den Dampf haben wir wegen diesem Minus hier minus 1 über R Ts minus Tw. Das heißt, die Energie, die aufgenommen wird vom Wasser, wird abgegeben vom Dampf
Und es geht keine Energie verloren, offensichtlich. Und damit hätten wir es schon. Was wir also kriegen, sind zwei Differentialgleichungen für die beiden, sagen wir, Stoffe, wo es natürlich der gleiche Stoff ist, für die beiden Zustände, Wasser und Dampf. Was hier nicht gemacht wurde, was wir dann natürlich machen würden, wäre, die beiden Gleichungen nebeneinander hinzuschreiben und dann das System als Ganzes ist einfach nur, sind diese beiden Gleichungen natürlich. Und in dem Falle hier ist immer noch alles linear und kann auch entsprechend mit den analytischen Methoden, die ihr auch in SIGSIS schon hattet, gelöst werden. Okay. Ein weiteres Beispiel wäre hier das Thermoelement. Oder gibt es Fragen zu dem hier? Zum Wärmetauscher? Keine Frage. Ja. Habe mir fast gedacht. Gibt es natürlich noch Dinge wie das Thermoelement hier. Wobei wir hier, das ist, ich kann leider nicht zeichnen, ich weiß nicht, wie ich es hinkriege. Was wir haben, das wär die Spitze des Thermoelementes, wäre irgendein ein Stift, das wir in ein Medium setzen. Und von diesem Medium hätten wir gerne die Temperatur. Und die Temperatur des umgebenden Mediums hier ist T. Und die Temperatur innerhalb des Thermoelements oder innerhalb dieser, sagen wir, Spitze nennen wir T'. Dann haben wir natürlich vom Hersteller eine Angabe, was die Spannung ist, die wir messen können vom Thermoelement in Abhängigkeit der Temperatur des Thermoelements. Und die ist vereinfacht proportional. Das heißt, wir haben hier ein Gamma mal T' entspricht der Spannung, die wir messen. Und dann können wir ein Modell aufschreiben für das Thermoelement und entsprechend ist die Zeitabhängigkeit der Temperatur des umgebenden Mediums, das ist die uns am Schluss endlich interessiert, ist dann gegeben durch nach ein paar Umformungen hier über diesen Ausdruck hier. Hier ist schon umgeformt in Spannung. Das heißt, was wir tun, wir schreiben nur eine Energiebilanz über das System und das tun wir über das Thermoelement. Dann haben wir hier das wiederum Masse mal Wärmekapazität mal Temperatur entspricht einer Energie. Und die Abhängigkeit, diese Energie verändert sich mit der Zeit über die Energie, die aufgenommen wird, über die Oberfläche des Thermoelementes. Und dieser Wärmeflux kann beschrieben werden über dieses Verhältnis hier. Also wir haben wieder eine direkte Proportionalität zur Temperaturdifferenz. Und wir haben hier ein bisschen anders geschrieben wie zuvor, haben wir ein H, eine Filmwärmeübertragungskoeffizient, mal die Oberfläche des Thermoelements, mal diese Temperaturdifferenz entspricht dann dem Wärmeflux. Und dann, was hier gemacht wurde, ist nur, umzuformulieren mit Hilfe dieses Ausdrucks hier, dieses Gamma mal T', haben wir eingesetzt. Also hier, um dann schlussendlich die Spannung, um einen Ausdruck für die Spannung zu kriegen. Was wir schlussendlich herausfinden, ist, dass sozusagen die Geschwindigkeit des Systems in einem gewissen Sinne hängt von einer Zeitkonstante Tau ab. Und diese Zeitkonstante Tau wiederum ist einfach eine Funktion der Masse, der Wärmekapazität und der Film. Wärmeübertragungskoeffizient, wie er hier genannt wird. Das heißt, die Spannung ändert sich schneller für Systeme mit entsprechendem Tau. Dann noch das Beispiel des Wassertanks, das ich wahrscheinlich auch noch in MATLAB zeigen werde, wie ihr das modellieren könnt, weil ihr in der Übung eine ähnliche Aufgabe habt. Nämlich haben wir einen Wassertank und in diesem Wassertank lassen wir Wasser zufließen und gleichzeitig haben wir eine kleine Öffnung am Boden des Wassertanks, dass die Wasser rausfließt. Und natürlich wird, wenn Wasser
die Wasserzufluss konstant bleibt, dass sich das System an einem gewissen Punkt ausgleichen und wir werden in ein Equilibrium fahren. Aber wir sind interessiert daran, wie wir das System permanent beschreiben können, auch das transiente Verhalten des Systems. Und für ein solches System haben wir, also für inkompressible Flüssigkeiten, haben wir die Bernoulli-Gleichung, die ihr wahrscheinlich auch schon kennt aus Physik 1 oder 2, die mehr oder weniger sagt, dass die Zunahmegeschwindigkeit ist verbunden mit einer Abnahme von Druck. Okay? Das heißt, wir haben hier sagen wir, eine spezifische kinetische Energie, wir haben hier eine spezifische potenzielle Energie und wir haben hier den Umgebungsdruck und diese drei Terme sind konstant. Okay? Das heißt, wenn wir hier die Geschwindigkeit erhöhen, oder wenn wir, sagen wir, wir starten sehr weit oben und schauen uns dann an und lassen das Wasser runterfließen, dann haben wir hier eine Erhöhung der Geschwindigkeit. Schlussendlich. Ah, ja. Okay. Dann haben wir auch entsprechend eine höhere Geschwindigkeit am Schluss. Für dieses bestimmte System, und das ist natürlich auch nur eine Approximation, gehen wir davon aus, dass das Wasser an der Oberfläche, oben am Tank, keine Geschwindigkeit hat, in H-Richtung oder in die Koordinate, die mit H verbunden ist. Das heißt, das Wasser, das wir hier einfließen lassen, das wird teleportiert an diesem Punkt und hat null Geschwindigkeit in Z-Richtung. Und wir sind jetzt interessiert herauszufinden, was die Geschwindigkeit ist, beziehungsweise was der Massenfluss ist an diesem Punkt unten. Und das tun wir über Bernoullis Gleichung. Und da der Druck oben und unten der gleiche ist, können wir sehen, dass die Geschwindigkeit schlussendlich nichts weiter ist als oder gegeben ist durch die potenzielle Energie, die wir am Anfang hatten, und dann einfach nur entsprechend umgeformt. Okay? Das heißt, wenn wir jetzt interessiert daran sind, das transiente Verhalten des Systems zu beschreiben, das heißt die Änderung des Wasserspiegels, dann tun wir das wie folgt. Wir machen eine Massenbilanz jetzt über das ganze System und die Änderung der Masse innerhalb des Systems ist gegeben durch den Abfluss minus die Zufuhr von Wasser. Die totale Masse des Systems ist natürlich nichts anderes als die Dichte mal das Volumen von Wasser, das wir haben im System, und die Zufuhr ist ein Parameter, den wir steuern und ist entsprechend ein Input-Parameter, und die Abfuhr ist der Massenstrom, den wir vorhin bestimmt haben, den wir über die Bernoulli-Gleichung bestimmen können. Das heißt, wenn wir hier anfangen mit diesem Term hier, das heißt die Änderung der Masse ist für konstante Density, Dichte und konstante Querschnittsfläche des Tanks, kriegen wir diesen Ausdruck hier. Das heißt, wir können AH hier aus der Zeitableitung herausnehmen und dann herübersetzen. Und wir können hier unseren vorhin bestimmten Ausdruck für Wout einfach wieder in die Gleichung reinsetzen. Was wir kriegen, ist hier eine Differentialgleichung erster Ordnung in H. Und der einzige Unterschied zu vorhin ist, dass hier das System nicht linear ist. Okay? Das heißt, wir haben hier die abhängige Variable, hängt in einer nichtlinearen Weise von sich selbst ab, nämlich über diesen, sagen wir, Ausdruck in der Wurzel. Und das ist anders als die kurzen Beispiele, die wir vorhin hatten, und entsprechend auch schwieriger zu modellieren im generellen Fall. Das heißt, es geht allgemein, wenn ihr nicht-lineare Systeme habt, dann ist die ganze, sagen wir, Theorie, die damit verbunden ist, die wir auch jetzt innerhalb dieser Vorlesung häufig benutzen, ist entsprechend komplexer, beziehungsweise deutlich komplexer, beziehungsweise viele der Beweise, die ihr bereits gesehen habt in SIGSIS und so weiter, sind nicht generell gültig für nicht-lineare Systeme. Und das ist natürlich schlecht, in einem gewissen Sinne, aber was wir häufig tun können, was häufig eine gute Approximation ist, wir können das System linearisieren, deswegen werden wir nachher auch kurz über Linearisierung sprechen, und wir können dann diese ganzen Beweise und so weiter anwenden für das linearisierte System, und unter der Annahme, dass wir uns nicht allzu weit von einem gewissen Operating Point entfernen, ist diese Approximation besser oder schlechter, beziehungsweise immer noch nützlich oder beziehungsweise im praktischen
Kontext genügend. Okay? Das heißt zum Beispiel, in einem solchen System würdet ihr wahrscheinlich nicht, wenn ihr eine Regel entwerfen würdet für ein solches System, würdet ihr kaum in die Literatur gehen und halbwegs komplexe, nichtlineare Lösungen finden für so etwas, sondern ihr würdet das nur linearisieren um einen Operating Point, weil ihr wisst, dass euer Tank sich in 99% der Zeit in einem sehr kleinen Bereich aufhält und dann einfach nur diesen simplen Regel anwenden. Wenn ihr euch überhaupt die Mühe machen würdet, irgendwas so Komplexes zu machen. Ich würde gerne, wie ich befürchtet hatte, bin ich zu schnell. Ich mache deswegen jetzt schon Pause und wir treffen uns um 15:45 wieder. So, ich schlage vor, wir beginnen wieder, sodass wir auch früher in den Mittag gehen können. Immer schwierig so kurz, wenn das Semester beginnt im Herbst, wenn es immer voll. Also, ich habe mittlerweile herausgefunden, um was es lag, dass ich hier den Editor nicht mehr hatte, jetzt geht's wieder. Also wir werden noch mal kurz den Wassertank behandeln, ich glaube, ich war zu schnell vorhin. Was wir bei solchen, sagen wir, wie haben wir es hier genannt, ja, Wärme- und Strömungseffekte, was wir in solchen Systemen immer tun, wie ich vorhin gesagt habe, wie ich nochmals sage, ist, wir erstellen ein Bilanzgebiet und über dieses Bilanzgebiet machen wir eine Bilanz. In diesem Falle hier wäre das hier zum Beispiel das Bilanzgebiet. Und jetzt schreiben wir alle Zuflüsse und Abflüsse für dieses System, also wir identifizieren sie zuerst und schreiben dann die entsprechenden Gleichungen hin. Für dieses bestimmte System, den Wassertank, haben wir einen Zufluss, nämlich Win hier oben und einen Abfluss, Wout hier unten. Das sind beides Massenflüsse. Und wir müssen natürlich wissen, wie schnell diese Flüsse sind. Nun, für den Zufluss oben können wir keine Gleichung hinschreiben, weil den geben wir, nicht wahr? Oder den kriegen wir von in einem anderen System vielleicht mitgeteilt. Aber wir sagen einfach, es ist ein Parameter, der bleibt konstant für den Kontext dieses Modells hier. Was wir jetzt noch brauchen, um das System komplett zu beschreiben, ist der Ausfluss. Okay? Der Massenfluss am Ausgang, wie ich vorhin erwähnt habe, können wir mit Bernoulli-Gleichung bestimmen. Bernoulli, Schweizer Mathematiker, irgendwie 1700 irgendwas, hat diese Gleichung gefunden. Und eben im Allgemeinen beschreibt Bernoulli-Gleichung, wie der Druck, den Zusammenhang zwischen Druck und sagen wir Geschwindigkeit. Und für dieses System hier können wir Bernoulli-Gleichung in dieser Form wie hier angegeben hinschreiben. Und was sagt sie uns? Okay? Was ist das P hier? P ist einfach der Umgebungsdruck, der wirkt. In diesem Fall hier ist der Umgebungsdruck identisch oben und unten, deswegen können wir das aus der Gleichung später hinauskürzen. Und was wir sonst hier kriegen, ist, dass die potenzielle Energie oben die gleiche sein muss wie die kinetische Energie unten am Ausgang des Systems. Und wie ich vorhin gesagt habe, oder wie auch hier im Rande steht, gehen wir davon aus, dass die kinetische Energie zu Beginn des Wassers null ist. Das heißt, das Wasser hat keine Geschwindigkeit zu Beginn. Offensichtlich ist das eine Approximation. Je nach Größe des Tanks oder je nach, sagen wir, wie schnell wir hier das Wasser hineinfließen lassen, ist es aber eine sinnvolle Approximation. Okay? Also wir gehen nicht davon aus, dass das Wasser eine Anfangsgeschwindigkeit hat. Und entsprechend ist dann wirklich die kinetische Energie unten genau der potenziellen Energie zu Beginn. Und das hier, anstelle der Masse haben wir hier die Dichte, das sind einfach, sagen wir, ich nenne sie jetzt zumindest spezifische Energien. Okay? Und wenn wir natürlich die kinetische Energie unten haben und Dichte etc. konstant ist, Gravitationskonstant ist konstant, dann wissen wir auch entsprechende Geschwindigkeit am Ausgang dieses Systems. Okay? Und wenn wir die Geschwindigkeit oder den Fluss haben, oder die Geschwindigkeit des Wassers am Ausfluss haben und wir haben die Querschnittsfläche des Ausflusses, offensichtlich, bei Design, haben wir auch den Massenfluss, zusammen, wenn wir die Dichte haben natürlich. Und die Dichte vom Wasser ist bekannt,
Wir gehen davon aus, dass die Dichte des Mediums allgemein bekannt ist. Ansonsten habt ihr das nicht gut charakterisiert. Okay. Das war es jetzt nochmal zum Wassertank, den ich vorhin ein bisschen zu schnell behandelt habe. Gibt es Fragen dazu? Nein. Okay. Also hier sehen wir nochmal, was ich jetzt kurz gesagt habe. Ich könnte es jetzt vielleicht nochmal explizit hinschreiben. Das hier ist nichts anderes als dmdt. Wobei m die Masse ist innerhalb des Tanks. Und die Masse ist natürlich gegeben, Dichte mal Volumen. Dichte vom Wasser, wie gesagt, konstant. A ist hier die Querschnittsfläche des Tanks, die ist auch bekannt, gemäß Design. H ist die einzige unbekannte, aber abhängige Variable. Der Wasserpegel, wie auch hier eingezeichnet. Hier haben wir H. Und wie gesagt, wir haben hier keine irgendwie, Masse geht nicht verloren, wir haben keine, im Englischen kein Sink oder so, wir haben keinen Abfluss von Masse, oder? Wir haben hier auch nicht mehrere Stoffe. Ihr könnt euch vorstellen, wenn es hier um, sagen wir, das wäre ein chemisches System, oder? Dann könnten wir auch verschiedene Stoffe haben, dann müssten wir eine Massenbilanz für die verschiedenen Stoffe aufstellen und dann könnten wir auch Reaktionen haben zwischen den verschiedenen Stoffen. Dann hätten wir hier, natürlich für den Fall von Wasser macht das nicht wenig Sinn, aber für einen chemischen Stoff könnten wir hier noch irgendeinen weiteren Term haben, der dann die, sagen wir, den Abfluss von gewissen Stoffen über eine zum Beispiel chemische Reaktion beschreibt. Okay? Für diesen simplen Fall haben wir das natürlich nicht. Jetzt, wenn wir jetzt ein System haben wie das vorherige, das nicht linear ist, dann ist es in einem gewissen Sinne schon schwierig. Es ist in einem mathematischen Sinne ist es schwierig. Die ganzen Beweise von Existence and Uniqueness und so weiter für nichtlineare Systeme im Allgemeinen sind deutlich komplexer. Also wenn ihr dachtet, dass was Professor Ligros gemacht hat in Sixes oder nur angedeutet hat, besser gesagt, er macht es in Linear System Theory ganz, dann werdet ihr schnell erkennen, dass es deutlich schwieriger ist für nichtlineare Systeme. Und dann auch nur begrenzt. Entsprechend interessiert uns Linearisierung. Wie kriegen wir ein sagen wir, komplexes nichtlineares System in eine simple Form und dann noch weiter in eine Standardform? Wenn wir ein System in einer Standardform haben, dann können wir uns in die bereits sagen wir, vorbereiteten Solver und so weitergeben und müssen uns nicht mehr darum kümmern, wie es ausschaut. Und okay, jetzt genau, was ich vorhin gesagt habe, die meisten natürlichen Systeme sind nicht linear. Das ist eine allgemeingültige Aussage. Die meisten natürlichen Systeme sind nicht nur nicht linear, sondern werden auch mit verteilten Parametern beschrieben. Und das heißt, dann kommt ihr auch schon mit normalen OD-Solvern nicht mehr ans Ziel. Das interessiert uns jetzt für diese Vorlesung nur bedingt. Was aber für euch wichtig ist, das ist das Prinzip der Linearisierung. Okay? Und dann halt auch die Anwendung der sagen wir, Methoden, die wir euch hier in diesem Kurs hier beibringen, auf die linearisierten Systeme. Und der Punkt natürlich dann ist, wir machen diese Linearisierung an einem bestimmten Punkt, offensichtlich, und dieser Punkt ist ein sinnvoller Punkt, hoffentlich, und zwar der Betriebspunkt des Systems. Ein Punkt, an dem wir eigentlich arbeiten möchten und dem wir arbeiten werden in der Zukunft. Und in der Nähe dieses Punktes können wir diese nichtlineare Funktion, die Idee dahinter ist, dass wir in der Nähe dieses Punktes diese nichtlineare Funktion mit Hilfe einer Approximation, einer linearen Approximation beschreiben. Wie kriegen wir diese lineare Approximation? Über die Taylor-Reihe. Und die kennt ihr natürlich und ist auch nicht allzu schwierig. Und das Ganze sieht dann etwa so aus. Das heißt, für skalare Funktionen haben wir haben hier eine Skalarfunktion f von x. Und wir können diese nichtlineare oder im generellen nichtlineare Skalarfunktion beschreiben als f am Punkt x bar, okay, plus die Ableitung von f nach x mal einen Unterschied x minus x bar. Ja, und wir nennen
wenn ich mich das richtig im Kopf habe, wie das in dieser Formel genannt wird, wird dieser Term als Ganzes, Delta X, ist Deviation Variable. Ja, und so fort. Ist ein bisschen nicht so schön zu schreiben. Okay? Und die Idee dann dahinter ist natürlich, dass zumindest in der Nähe dieses Betriebspunktes, okay, oder irgendwie mathematisch immerhin so, sagen wir, unendlich nah an diesem Betriebspunkt, ist das natürlich, ist diese lineare Approximation eine gute Beschreibung des Systems. Und dann hängt es natürlich davon ab, wie nicht linear das Ganze ist. Sie können beliebig komplexe Beispiele erzeugen, wo das Ganze nicht funktionieren wird. Sie können irgendwie chaotische Systeme haben. Nichtlineare Systeme sind nasty. Hm? Also chaotische Systeme, die ganzen, alle keine Ahnung, oszillierenden, bei Design können wir extrem komplexe Beispiele entwerfen. Aber ich möchte trotzdem hier nochmal hinzeichnen, zumindest für den Fall. Ah, genau. Also die Idee wäre enttäuschend, wenn Sie die nicht schon kennen. Also wir haben hier eine Funktion f von x und eine Variable x. Und dann sagen wir, dass diese Funktion schaut zum Beispiel so aus. Ja, was machen wir? Irgendwie sowas. Okay. Und dann sind wir interessiert an einem Betriebspunkt x bar. Und entsprechend haben wir dann das f von x bar. Lässt sich fast lesen. Und was wir dann tun, ist, wir linearisieren um diesen Punkt herum und kriegen dann so etwas. Okay? Wobei rot entspricht dieser roten linearen Approximation dort. Natürlich können wir das Ganze auch nicht nur für skalare Funktionen machen, sondern im Allgemeinen haben wir Vektorfunktionen. Das heißt, f ist halt nicht nur ein f hängt halt ab von einem Vektor x. Und in dem Fall, nehmen wir das hier kurz weg, in dem Fall haben wir statt der einfachen Ableitung nehmen wir die Jacobi-Matrix j am Punkt x bar. Und die Jacobi-Matrix natürlich ist gegeben durch diesen Ausdruck hier. Hm? Wobei wir zumindest in dieser Vorlesung hier schreiben df nach dx transponiert. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Häufig in der Literatur werde das transponiert nicht antreffen. Es ist nur, um kenntlich zu machen, dass hier x1, x2, x3 und so weiter in Spaltenrichtung vorkommt. Okay? Aber die Jacobi-Matrix müsst ihr eigentlich kennen, auch aus anderen Vorlesungen. Okay. Linearisierung eines Differentialgleichungssystems. Ich möchte nicht allzu viel darüber sagen. Es ist, falls ihr es nicht könnt, ja, dann seht ihr hier, wie es geht. Ihr müsstet es kennen aus vorherigen Vorlesungen. Es ist relativ simpel. Wir haben hier ein Beispiel, nämlich wiederum das des Wassertanks, das wie gesagt nicht linear ist. Ihr werdet ein ähnliches Beispiel in der Übung haben, falls ihr euch entscheidet, die zu machen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es kommt immer in der Prüfung vor, jedes Jahr. Und der Anteil an Leuten, die das machen, ist extrem enttäuschend. Und es gibt keinen Grund dazu, weil die Jacobi-Matrix aufzustellen ist extrem simpel. Okay, wie gesagt, ich möchte das überspringen, damit wir euch ein bisschen schneller fertig werden vielleicht. Okay. Transformation eines Differentialgleichungssystems in Zustandsraumdarstellung. Ihr kennt bereits aus SIGSIS die Zustandsraumdarstellung. Ich glaube, bei Professor Ligros wird immer die Matrizen A und B benutzt. Wir werden für diese Vorlesung immer die Matrizen F und G benutzen, aber es ist natürlich dasselbe. Wir haben uns an die Notation vom Buch gehalten, für die das Buch auch besitzen, das Franklin-Buch.
Und jetzt, wie bringen wir ein beliebiges Differentialgleichungssystem, Nth-Ordnung, in diese Zustandsraumdarstellung? Wir tun das so, indem wir einfach eine Substitution definieren, die hier angegeben wird. Nämlich sagen wir, dass die ite Ableitung ersetzen wir einfach die ite Ableitung mit der Variable x i plus 1. Entsprechend haben wir dann x1 ist dann, sagen wir, unsere ursprüngliche Variable x, okay, so wie hier. X2 ist dann die erste Ableitung von x1, das heißt eben, wie hier schon steht, x2 ist also nichts weiter als x1 Punkt, das ist nichts weiter als x Punkt, und so weiter und so fort. Und durch konstruktive Substitution können wir dann einfach dieses ursprüngliche System umformulieren. Und wenn wir zum Beispiel mit einem solchen, sagen wir, differenzialgleichen Endordnung beginnen, dann haben wir schlussendlich ein solches System von n differenzialgleichen erster Ordnung. Das hat gewisse numerische Vorteile, aber für euch wichtig ist nur, dass es eigentlich das Standardformat ist. Das heißt, wenn ihr irgendwie lineare Systeme und so weiter, die Regelung von linearen Systemen wird fast ausschließlich in dieser Standardform behandelt. Und wir nennen x den Zustandsvektor des Systems. Okay? Im Vergleich zum, sagen wir, Ausgangsvektor oder Outputvektor oder dem Eingangsvektor. X sind die Zustände des Systems. Und x, der Vektor, ist der Zustandsvektor. Hier, genau, wieder mal das Beispiel des Tempomaten. Ich denke, wir werden wahrscheinlich noch häufiger antreffen, wenn es einfach entsprechend simpel ist. Wir beginnen mit einer differenzialgleichen zweiter Ordnung. Das ist x Punkt plus bm x Punkt gleich um. Wir führen die Substitution durch, wie vorhin angedeutet. Und dann, was wir kriegen, sind zwei differenzialgleichen erster Ordnung, wo die Ableitung von x Punkt oder x1 Punkt ist gleich x2 und dann ist x2 Punkt, beziehungsweise einfach nichts anderes als x Doppelpunkt, ist dann entsprechend das. Ne? Sehr simpel und immer machbar. Und wenn wir das natürlich dann, können das natürlich auch in Matrixform schreiben, dann für dieses lineare System. Und wie gesagt, in dieser Vorlesung nennen wir diese erste Matrix hier ausschließlich F und das hier ausschließlich G. Okay? Bei Professor Ligros habt ihr hier immer A und immer B. Das ist ein B. So. Okay. Gehabt. Aber natürlich völlig egal. Okay. Ah, dasselbe spiele ich natürlich wieder für vorhin. Wie dieses Zweimassensystem von vorhin, wo wir zwei Differentialgleichungen zweiter Ordnung hatten. Entsprechend enden wir dann auch mit einem, sagen wir, ein System höherer Dimension. Wenn wir mit zwei Differentialgleichungen zweiter Ordnung starten und dann diese Zustandsraumdarstellung möchten, dann kriegen wir schlussendlich vier Differentialgleichungen erster Ordnung. Das ist, ich denke, das Schema habt ihr verstanden. Ja, wie gesagt, wiederum, also erst ist die Substitution und die Zustandsraumdarstellung wird häufig in Matrizenform geschrieben für lineare Systeme und entsprechend ist das hier wieder F und das ist wieder G. Okay? Und so weiter und so fort. Ich glaube, es folgt nochmal ein Beispiel. Genau. Ja, wiederum beim Gleichstrommotor, den wir uns auch kurz angeschaut haben, hatten wir eine Differentialgleichung zweiter Ordnung und eine erster Ordnung. Entsprechend ist dann das schlussendliche System, hat dann die Dimension 3 und wir haben dann einen Zustandsvektor x mit x1, x2, x3. Noch zum Thema, was ist der Unterschied zwischen einem Zustand und einem Output oder einem Eingang? Output ist häufig das, was wir messen können und entsprechend auch häufig das, was wir regeln möchten.
Zustände sind alle Zustände, die nötig sind, oder alle Variablen, sagen wir, die nötig sind, um das System zu beschreiben. Das eine hat mit dem anderen nicht immer direkt was zu tun. Sehr simples Beispiel, Thermometer, Quecksilberthermometer. Was wir messen eigentlich, ist die Höhe des Quecksilbers. Was wir möchten oder was der Zustand ist, also der direkte Output ist die Höhe des Quecksilbers. Der Zustand, der die Höhe des Quecksilbers beeinflusst und die wir dann schlussendlich auch indirekt messen möchten, ist die Temperatur offensichtlich. Aber das ist sozusagen der Unterschied zwischen Zustand und Messgröße. Die Messgröße muss nicht unbedingt, nicht jeder Zustand, den wir im System haben, muss messbar sein oder auch nicht direkt dasselbe sein. Also muss nicht eine 1:1 Abhängigkeit bestehen zwischen den beiden Dingen. Sonst kann eine beliebig komplexe Abhängigkeit zwischen den beiden Dingen bestehen. Wir werden uns nur ein System anschauen, wo die Abhängigkeit natürlich linear ist in den Zuständen. Okay, das ist nochmal eine Zusammenfassung. Hier oben haben wir die allgemeine Beschreibung, auch für nichtlineare Systeme ist die Zustandsraumdarstellung einfach nach der Transformation in N-Gleichungen mit erster Ordnung, sofern ihr das beschreiben könnt, mit Hilfe von ODEs. Und für lineare Systeme benutzen wir ausschließlich die Form, hier unten angegeben wird. Dieses fx plus gu und für den Ausgang hx plus ju. Bei Professor Ligeros wiederum, funktioniert's, ist das hier c und das d, wobei d oder bei uns j die Durchgangsmatrix darstellt. Und diese Durchgangsmatrix haben wir in solchen Fällen, in denen der Output, indem der Input des Systems sofort durchgeht und am Ausgang des Systems gemessen werden kann. Ohne irgendeine Zeitverzögerung und linear. Das ist schwierig machbar in realen Systemen. Ja? Wie ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr ein System habt, sagen wir so, das ist mein System, das ist der Eingang, das ist der Ausgang. Und was J sozusagen macht, ist, es umgeht dieses System und es geht direkt zum Ausgang. Das ist in realen Systemen nicht machbar, weil ihr werdet immer eine gewisse Zeitverzögerung haben zwischen Eingang und Ausgang. Immer, egal was für ein System ihr beschreiben möchtet. Das kann euch aber unter Umständen vielleicht im Modell egal sein, wenn das sehr, sehr schnell vonstatten geht. Okay? In realen Systemen wird aber immer eine gewisse Zeitverzögerung sein zwischen Eingang und Ausgang. Das ist einfach die Natur der Sache. Reale Systeme sind immer Tiefpass in einem gewissen Sinn. Das heißt, sie können beliebig schnelle Input-Veränderungen können nicht beliebig schnelle Output-Veränderungen machen. Okay. Die analytische Lösung der linearen Zustandsgleichung, die hattet ihr auch im Detail bei Professor Ligeros. Drum im Sinne einer Mittagspause machen wir hier durch. Die numerische Integration, ich weiß nicht, ob ihr Numerikkurse habt. Das Prinzip häufig für die numerische Lösung von Differentialgleichungen, die auch nicht linear sein können, ist eine Annahme von Linearität in einem kleinen Zeitbereich, Zeitbereich. Wie ihr hier sehen könnt, zum Beispiel bei der Euler-Methode wird immer davon ausgegangen, dass wir lokal das System oder das Problem als linear annehmen können und dann integrieren wir einfach, indem wir diese lineare Annahme fällen. Wir nehmen an, das System ist linear und dann müssen wir nur integrieren wir einfach über diese Fläche hier. Und das tun wir dann für konsekutive Schritte und so weiter. Und es ist alles sehr einfach, aber auch sehr ungenau. Aber die meisten Lösungsmethoden, die ihr auch in MATLAB seht, sind von der Idee her sehr ähnlich, aber einfach entsprechend
gemäß der Numerik verbessert. Das heißt, ihr habt auch gewisse bessere Garantien bezüglich Genauigkeit der Lösung. Aber die Idee ist immer dieselbe oder zumindest verwandt. Zum Beispiel Runge-Kutta ist genauso eine Methode, die auch in MATLAB benutzt. Eine Methode höherer Ordnung, aber das spielt jetzt keine Rolle. MATLABs OD45, den wir kurz uns anschauen werden, benutzt genauso eine Runge-Kutta-Methode. Und für die meisten, oder zumindest alle numerischen Softwares, die ich kenne, wird genau auch wiederum diese Standardform vorausgesetzt. Diese schreibt das System in N-Gleichungen erster Ordnung und dann wird diese Form wird dann gelöst. OD45, ja. Genau, und dann haben wir natürlich noch, gibt es noch solche Dinge wie differenzial-algebraische Gleichungssysteme, in denen ihr nicht nur Diff-Gleichungen habt, sondern gleichzeitig auch algebraische Gleichungen, die das System mitlösen muss. Okay? Es ist scheinbar so, dass MATLAB das früher nicht konnte. Das ist ein ziemlicher Fail. Mittlerweile kann es das und kann es das auch verhältnismäßig schnell. Aber das ist jetzt, ist für euch vielleicht weniger von Bedeutung. Ist auch, vielleicht, ihr werdet es wahrscheinlich irgendwann antreffen im Studium, habt es bis jetzt wahrscheinlich noch nicht angetroffen, ist aber sicher für reale Systeme von großer Bedeutung, solche DAEs, wie sie auch genannt werden. Aber wie dem auch sei, ich möchte gerne kurz das Beispiel machen für MATLAB und ich möchte nicht zu spät aufhören. Deswegen machen wir das jetzt mal so. Okay. Was sehen wir hier? Lass mich zuerst mal kurz nochmal die Gleichung holen. Für den Wassertank, also was ich im MATLAB gemacht habe heute Morgen, das war die Gleichungen für den Wassertank in MATLAB einzubauen. Und das geht sehr simpel. Und zwar habe ich diese... Wo ist sie? Da ist die Energiebilanz, ja. Diese Gleichung hier auf Slide 223 kurz eingebaut und den Solver einfach dazu bereitgestellt. Das heißt, wir haben hier dHdt ist einfach, also die Right-Hand-Seite ist einfach das hier, wobei wir annehmen, dass Rho A W, ein A0 und so weiter und G natürlich konstant sind, konstante Parameter. W in ist natürlich je nach Kontext konstant, beziehungsweise ein fester Parameter oder nicht. Es kann genauso gut sein, dass ihr das als Input modellieren möchtet. Für dieses Beispiel hier habe ich angenommen, dass W in konstant ist und immer gleich. Wie machen wir das in MATLAB? Okay, dieses Close-All ist natürlich bedingt notwendig. Wenn immer ihr ODEs lösen möchtet, der Go-To-Solver für, kann man es lesen überhaupt? Ja, ich denke schon. Der Go-To-Solver für alle MATLAB-Probleme ist OD45. Ihr solltet immer alles testen mit OD45, ist ein allgemeiner Solver, ist schnell, ist genau und Go-To-Solver, wie gesagt. Wenn es nicht klappt, gibt es weitere Solver wie OD15S, 113, je nachdem, was ihr für Probleme habt. Und wie ihr seht, rufe ich den hier auf, okay? Und also ich rufe auf OD45, ich sage ihm, OD45 hat zwei Inputs, okay? T und X, sagen wir. Ich habe hier X umbenannt in H. Und ich sage, was ich mit diesem, sagen wir, mit dem hier mache, ist, ich sage, dass die beiden Variablen, die OD45 möchte, sind T und H und meine Funktion hat aber mehr Input-Variablen insgesamt. Nämlich hat sie nicht nur T und H, sondern auch noch Parameter. Okay? Diese Parameter P habe ich gespeichert in einer Structure. Wenn ihr die Klasse Structures noch nicht kennt, würde ich euch anraten, sie euch kurz anzuschauen. Ist extrem praktisch. Okay? Ihr könnt dann verschiedene Fields zuweisen, zum Beispiel Skalaren, das ist eine Methode. Auf jeden Fall, was OD45 dann braucht, es braucht zuerst mal die Funktion, die ihr lösen möchtet. Es braucht dann einen Vektor
ein mindestens zwei Elementvektor mit den Zeitpunkten, die ihr euch anschauen möchtet. In dem Fall habe ich mir ich möchte integrieren von 0 bis 100 mal 60 Sekunden, also 100 Minuten. Und was es dann benötigt, ist ein Vektor, deswegen habe ich das hier in eckige Klammern gestellt, von wie sagen wir das, Startwerten für x bzw. für h. In meinem Fall hier ist das 0, das heißt, ich fange an mit einem Wasserpegel gleich 0. Ich integriere das System von 0 bis 100 Minuten. Und was ich dann noch optional OD45 geben kann, ist eine Object Options, das ich mit Hilfe von MATLAB's OD-Set lösen kann. Ich werde das wahrscheinlich nachher auf die Webseite laden, könnt ihr euch das anschauen. Es ist nur eine Möglichkeit, das zu tun. Das ist die Möglichkeit, die ich häufig benutze, falls ich mal ein OD lösen muss. Es ist relativ generell. Das ließe sich auch einfacher programmieren. Und die ganze Magie, die noch vorhanden ist, ist dieses OD-Fun, wie ich es hier genannt habe. Und alles, was ihr hier tun müsst, ist nur sozusagen die Diff-Gleichung hinschreiben. Okay? Also wir haben hier DHDT, das ist dieses DHDT hier. Und wir haben hier 1 über Rho, 1 über A, mal diese Klammer hier mit Win, dieses Win, minus Rho mal A0 mal Wurzel aus G mal H, mal 2. Okay? Also ich habe es hier 1 zu 1 hingeschrieben. Und das ist alles, was ihr tun müsst. Und dann natürlich noch die Plotting-Befehle. Und dann können wir das mal laufen lassen hier. Was sehen wir? Hier blau mit den Dreiecken, das ist dieser Wasserpegel, den ich hier modelliert habe. Also ich starte von 0, ich modelliere bis nach 100 Minuten und ich sehe, da ich einen konstanten Zufluss habe, geht der Wasserpegel langsam nach oben. Nun, was ist diese gestrichelte Linie hier? Das ist der Steady-State-Wert, okay, den ich aus dieser Gleichung hier analytisch berechnet habe, indem ich einfach DHDT 0 setze. Okay, ist immer der Steady State ist dort, wo die Diff-Gleichung 0 ist. Und dann auflöse nach H. Okay, entsprechend, es gibt dann diese Gleichung hier, das ist trivial. Und dann kann ich vergleichen, ob sozusagen die Lösung von MATLAB's OD45 auch wirklich auf die analytische Lösung des Problems hingeht. Und es stellt sich heraus, tada, es geht wirklich dorthin. Und was ich noch dazu sagen ließe, was OD45 defaultmäßig macht, ist, es nimmt die Zeitschritte, die es für nötig erachtet, okay, um seine Präzision zu haben. Was ich aber auch tun kann, ist anstelle von einem Zwei-Elementen-Vektor, kann ich hier MATLAB genau vorgeben, an welchen Punkten ich die Lösung eigentlich möchte. Okay? Das heißt, wenn ich jetzt so etwas mache, okay, ich hoffe, ihr kennt die Schreibweise, es ist einfach nur ein Vektor, der geht von 0 in Schritten von 10 mal 60 bis nach 100 mal 60. Wenn ich das jetzt hier laufen lasse, dann kriege ich die Lösung an diesen Punkten und nur an diesen Punkten. Okay? MATLAB löst immer noch die anderen Punkte, oder die es für nötig erachtet, aber es gibt mir nur die Punkte, an denen ich es wollte, zurück. Okay? Ist unter Umständen nützlich für euch. Und dann das allerletzte, das ich jetzt noch zeige, das ist der OD-Set. Das könnte, weil das auch unter Umständen nützlich sein könnte für euch. Nämlich kann ich zum Beispiel die Toleranzen hochschrauben für MATLAB. Okay? Ihr könnt unter Umständen in Situationen gelangen, in denen die Default-Toleranzen nicht ausreichen. Was wird MATLAB dann tun, oder was wird OD45 dann tun? Es wird dann entsprechend kleinere Zeitschritte wählen. Und in dem Fall könnt ihr zum Beispiel sehen, dass, ich denke, man erkennt, dass hier deutlich mehr Zeitschritte gewählt wurden als vorhin. Ich kann es vielleicht noch mal hinbringen. Okay, es löscht den anderen. Moment. Okay, das ist das, wo ich von Anfang an hatte. Und wenn ich jetzt die Toleranz hochschraube bzw. runterschraube, je nachdem, wie ihr es so sehen möchtet, dann kriege ich sowas. Jetzt im direkten Vergleich
Okay. Die Lösung ist in dem Fall identisch, weil die Toleranz ausreichend war, muss aber nicht unbedingt der Fall sein. Und jetzt könnt ihr noch ein kleines Beispiel machen. Was passiert, wenn ich hier die Toleranz extrem noch... Okay, es gibt immer noch das richtige Resultat, leider. War jetzt schade. Okay, wenn ich die jetzt noch höher schraube. Ja, es ist zu einfach, das Problem. Ja, okay. Nein, sorry, es gibt noch die absolute Toleranz. Es gibt die relative Toleranz und die absolute Toleranz. In dem Fall hier springt wahrscheinlich die absolute Toleranz ein. Okay, wie dem auch sei, das wäre das Beispiel, ich werde es hochladen. Ja. Welche Wellenlinie? Ah, das hier. Was hier normalerweise der Fall wäre, ist, hier kann ich nur einfach T hinschreiben. Das ist in dem Fall redundant, weil ich kein T explizit in der Gleichung habe. Seit MATLAB 2012, glaube ich, gibt es die Möglichkeit, redundante Variablen, die aber trotzdem, also diese Funktion braucht eine Signatur mit T. Okay? Ich brauche sie aber nicht. Deswegen kann ich einfach Tilde hinschreiben. MATLAB discardet dann das Ganze direkt. Also es wird nie zwischen, also es wird vielleicht zwischengespeichert, aber es wird auf jeden Fall nicht den Workspace belasten. Aber ich habe die Signatur eingehalten. Okay? Gibt es sonst irgendwelche Fragen? Dann wünsche ich euch guten Mittag und bis nächste Woche.